Also wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade irgendwie auf Tour wäre und was zu promoten hätte oder so, dann ich halte mich schon ein bisschen gerne aus diesem Hip-Hop-Deutschland-Geschehen so raus, eigentlich so in diesem, aus dem Teil, so diesem ganzen Gerede und Bewerte und Teil. So, ich bin einfach gerne irgendwie auf der Bühne und ich bin gerne im Studio und fahre gerne durch dieses Land in Clubs und egal was so. Ich mache viele Sachen gerne, aber ich bin so, das finde mich schon anstrengend, mich immer mit diesen so vielen Meinungen konfrontieren zu lassen, weißt du? Also wenn ich es, ich versuche immer das alles, also ich gucke nie Fernsehen und gucke nie, höre nie Radio und lese keine Zeitung, inklusive Hip-Hop-Zeitung und lese nie Hip-Hop-Internetseiten, irgendwie, so, egal ob amerikanisch oder deutsch. Und ich bin da echt. Ich meine, das ist 50. Das ist ja im Moment so die Seite, boah, das ist 50. Hast du das Video gesehen? Hast du das Video gesehen? Nee, das ist, ich finde das, also ich habe den sehr, sehr gefeiert auf jeden Fall. Und ich finde auch das neue Album irgendwie cool, so, ich höre mir das schon manchmal an. Aber es ist nicht so. Das ist schon traurig, finde ich, wenn man sich so als erwachsener, Mitte 30-jähriger Multimilliardär darauf reduzieren lässt, irgendwie auf seinem Album nur zu schimpfen, andere Leute zu dissen. Und das ist schon einfach, aber das ist, was er am besten kann, weißt du? So, der kann eben nicht kurz mal jetzt Storys auspacken oder sozialkritisch werden oder so. Man würde sie mir auch nicht abkaufen, ne? Deshalb, so, aber ich kann mich schon mit viel von diesem Rap dann nicht so wirklich mehr identifizieren. So. Ich, gerade in Amerika, so, ich bin zu viel da gewesen und sehe zu sehr, wie das die jungen Menschen da beeinflusst. So. Und die denken einfach, das ist alles cool und denken, das können die alles erreichen. Und die würden wirklich mit einem Schulabschluss und einer Uni-Ausbildung oder was auch immer sie machen, so, würden sie weiterkommen, als damit sich irgendwie, wenn die $90 verdienen, sich dafür direkt eine Kette zu kaufen. Und wenn die $1,000 verdienen, kaufen die sich direkt eine Kette für $1,000. Und diese Mentalität, das ist echt krass, was Rap da mit dieser Generation gemacht hat, das ist nicht wirklich gut so. Und ich habe diese Kultur so, ich liebe die so, weißt du, und deshalb muss ich auch leiden, wenn sie auf einmal was anderes bewirkt, als was sie bewegen sollte, weißt du, weil früher hat es eben Kids von der Straße geholt, irgendwie, die aus der Unterschicht kamen, und heute holt es Mittelstandskids bis zu Rich Kids irgendwie auf die Straße und gibt Leuten, die aus schlechteren Verhältnissen kommen, das Gefühl, dass das cool ist, weißt du, so. Und dann durchschauen die nicht das System und hinterfragen nicht, warum das so ist, sondern zelebrieren nur, dass sie Ghetto sind, dass es in ihren Vierteln viel Gewalt und Kriminalität gibt, und das sind alles keine wirklich coolen Sachen, so, weißt du. Das ist, ich finde auch, einen Gangsterfilm zu gucken ist geil, aber ich finde es nicht cool, wenn ich das in echt sehe, so, weißt du. Du hast kurz Tour angesprochen. Das ist eine gute Überleitung zum Mixtape. Wo ist Tour? Tour ist jetzt gerade, glaube ich, da, wo er herkommt, da aus Reutlingen. Ich war vor 2 Wochenenden da und da war er auf jeden Fall da. Nee, ich meine, ich war überrascht, weil auf dem Mixtape hast du Alias gefeatured, also auf dem kommenden Mixtape jetzt, hast du Alias drauf, und ich habe eigentlich auch mit dem Tour-Feature gerechnet. Da habe ich mich gewundert, dass er es nicht drauf geschafft hat, oder Zeitprobleme, oder was war da der Grund? Genau, eigentlich sollte er auf den Track mit drauf, mit Ali. Und das hat irgendwie nicht geklappt. So, es war, hätten wir irgendwo auf Tour machen müssen. Und also er war ja gerade mit mir unterwegs. So. Deshalb, also das war quasi so das, was ich. Ich habe ihn mit auf Tour genommen. Ich habe Ali aufs Mixtape gemacht. Ich hätte Tour gerne auch auf Mixtape auf dem Track gehabt, aber hat zeitlich, wie gesagt, nicht geklappt. So. Was erwartet uns sonst auf dem Mixtape? Also 15 Tracks. Mhm. Kommt am 11. Dezember. 11. Dezember. Ja, und dann... Das Monroe hat produziert unter anderem? Genau, Monroe hat 2 Dinger gemacht. Ich habe viel gemacht mit Instruments zusammen. Die Kroaten, Baby Dukes und Dash haben jeweils einen drauf. Dead Rabbit, auf jeden Fall das Ding mit Ali, auch super guter Beat. Und was noch? Sam Gilly, so ein Reggae-Produzent aus Österreich, der ist mit drauf. Und wer noch? Aber schon straight Hip-Hop wieder. Da sind zwei Nicht-Hip-Hop-Tracks quasi drauf. Einen, dieser Reggae-Song, den ich gespielt habe, was eigentlich ein Hip-Hop-Song ist, weil es ist ein Roots-Reggae-Beat und ist so halb gerappt, halb gesungen, aber es geht eben um Hip-Hop in diesem Lied. So. Also habe ich auch noch nicht so gehört, dass jemand ein Reggae-Lied über Hip-Hop quasi macht. So. Und dann habe ich noch so einen anderen Song, da gibt es so eine Trilogie, so, das sind 3 Songs, Sag mir, was du von mir willst, und dann Samson Millias Rache und Samson Millias letzten Worte. Und das ist so dieser Sag mir, was du von mir willst, ist von Pitone produziert, der dieses 80s Flashback-Ding gemacht hat, erinnerst du das? Okay. Und da habe ich damals, als ich mit ihm gearbeitet habe, mal ein paar Beats mir angehört, und das ist eigentlich so eine richtige Oldschool 80er oder 90er R&B-Ballade, so, da habe ich so ein Autotune-Schnulze drüber gesungen, die sich anhört, als würde es über eine Frau gehen, so, Sag mir, was du von mir willst, ich habe dir schon so viel gegeben, aber eigentlich geht es eben um dieses grüne Kraut, und dann kommt es eben der Song, und danach kommt Samson Millia und gibt auch noch mal ein paar Takte zum Besten. Sehr geil. Haust du ein Video raus? Machst du irgendwie so eine Art Street-Single oder irgendwie was? Es gibt so im Netz, ich habe so ein paar, so eine kleine Hamburg
so meine Lieblingsessensspots, meine Lieblingsläden, noch so ein Hubschrauber-Rundflug Hamburg aus der Luft. Und da habe ich teilweise mal ein bisschen was gelipsingt von einigen Songs. Und da kommen dann so ein paar kleine Internetfilmchen demnächst irgendwie in den nächsten paar Wochen raus, die das auf jeden Fall promoten werden. Geil. Hast du einen Lieblingstrack irgendwie, wo du sagst, boah, da bin ich ganz besonders stolz drauf, da habe ich mich nochmal überboten, da könnt ihr besonders drauf gespannt sein, irgendwie sowas? Ich habe, also dieser Track, den ich auch in der Show spiele, Hin und Her, der ist jetzt in der Live-Version, allerdings mit der Band sehr, sehr viel schöner musikalisch als auf dem Mixtape, aber da auf dem Mixtape erfüllt er auch seinen Zweck. Das ist eigentlich so ein Song, den hatte ich so genau am Ende vom Album geschrieben und der ist eigentlich, bringt so alles, was ich auf diesem Album gemacht habe und so ein bisschen auch dieses, was Leute von mir so, wie die diesen Imagewandel empfinden und so, das bringt das sehr auf den Punkt, dieses Lied. Und hat super gute Reime, Punchlines, Flows und alles und ist trotzdem so ein schöner inhaltlicher Song mit einem sehr schönen gesungenen Hook. Und ja, das ist echt schade eigentlich, dass das Ding nicht aufs Album geschafft hat, aber darum umso schöner, dass es jetzt dieses Mixtape noch gibt. So. Und ich habe eben auf dem Mixtape auch noch einen Song, der heißt Der letzte Tanz, der Titeltrack. Und das ist, da erzähle ich so ein bisschen über Deluxe Records auch und warum ich jetzt das Label, auch, so wie es existiert hat, dicht mache und keine anderen Künstler mehr rausbringe, so, weil es einfach... ja, können die Leute sich dann ja anhören, warum, aber auf jeden Fall ist das ein sehr guter Track und ich habe auch nochmal im Booklet, so wenn man sich dann wirklich die CD kauft und es nicht nur downloadet, dann kann man im Booklet auch nochmal so einen kleinen Text von mir lesen, den ich geschrieben habe, so da, kein Rap-Text, sondern wirklich ein Text, einfach ein Aufsatz darüber, mit welchen Ideen ich damals dieses Label aufgemacht habe, wie sich's entwickelt hat und warum ich jetzt sehr froh bin, das eben an einem schönen Zeitpunkt sauber zu beenden irgendwie. Wir haben gerade im März wird unser zweiter Azubi Leo fertig, weißt du? Dann haben wir zwei Auszubildende durch die Lehre gebracht, haben sehr viele gute Rap-Alben auf Deutsch rausgebracht und ich fand Tour war eben auch, Tours Album war ein unglaubliches Album auf jeden Fall. So gerade eben als Album so, finde ich auch irgendwie schön, das damit stehen zu lassen, denn noch irgendwie ein letztes Mixtape von mir rauszubringen und dann ist einfach Deluxe Records nur noch mein Management und den Mail-Order-Shop behalten wir offen und werden wahrscheinlich auch Anfang des Jahres in Hamburg so einen kleinen richtigen Laden eröffnen, wo der ein paar Mal die Woche oder Monat auf hat, so wo es dann irgendwie unseren ganzen Kram gibt und dann immer irgendwie DJ und weißt du, irgendwas Special-mäßiges, sowas Kleines, Nettes, einfach so dieses ganze richtige Dick auf Business machen und ich habe ein Label und huhuha, sowas bringt eben echt nur was, wenn du wirklich mehrere Künstler hast, wo dann wirklich so, also wo geldmäßig was geht und diese Szene ist gerade einfach broke, weißt du, keiner kauft sich Platten. So. Ja, sehr geil. Ich denke, da können wir uns drauf freuen. 11. Dezember, yes. Der letzte Tanz, Sammy Deluxe, Mixtape. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast nach dem anstrengenden Tag. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Hiphop.de, ihr wart live dabei. Wir sind draußen. Peace.